Ja, wir wollen jetzt die letzte Stunde heute nutzen, um nochmal die Ergebnisse zu diskutieren von Professor Brandes und auch zu gucken, wie kann man das, diese Ergebnisse, die wir heute diskutiert haben, in die Kita-Praxis umsetzen. Und da wäre meine erste Frage an Michael Kremers. Decken sich die Ergebnisse von Professor Brandes, so wie wir sie eben gehört haben, mit Ihren Erlebnissen, mit Ihren Erfahrungen? Naja, es waren ja jetzt viele Ergebnisse, aber ich glaube, die beiden, also die für mich sozusagen eindrücklichsten Ergebnisse waren ja die, dass es sozusagen auf der Ebene von Professionalität erstmal keine Unterschiede gibt zwischen Erzieherinnen und Erziehern und dass es sozusagen aber auf der Ebene von Gender, zumindest in bestimmten Bereichen, sehr wohl Unterschiede gibt, was die Materialauswahl angeht, was aber auch der Umgang der männlichen und weiblichen Erzieherinnen mit den Kindern angeht, wobei da eben noch nicht klar ist, wer ist hier eigentlich der oder die Akteurin, die Kinder oder die Erwachsenen. Ich würde sagen, auf der einen Seite trifft das durchaus die Erfahrung, die wir zumindest in unseren Erhebungen gemacht haben und aber auch die Erfahrung, die wir jetzt im Rahmen der Begleitung der Modellprojekte machen. Auf der anderen Seite habe ich aber schon das Gefühl, Herr Brandes hat es auch gesagt, medial zumindest wird wesentlich deutlicher auf diese Differenzen hingewiesen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sozusagen in der Praxis doch deutlicher, vor allem was die Angebote angeht, deutlicher hervorgehoben wird, dass es da größere Differenzen gibt. Also wenn ich Sie jetzt höre, ist es eher ein mediales Thema, die Unterschiede. Es ist auf jeden Fall ein mediales Thema, die Unterschiede, weil die Medien grundsätzlich sozusagen, wie soll man sagen, sie stehen unter dem Druck, etwas zu berichten, was neugierig macht, etwas zu berichten, was anders ist. Und das ist so ähnlich, wie Herr Brandes eben auch sagt, wir fragen nicht nach dem Gleichen, sondern wir fragen nach dem Differenten. Und wenn man nach dem Differenten sucht, dann findet man auch das Differente. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, naja, was bringen denn jetzt, also oder was sollen denn jetzt mehr Männer in Kitas bringen? Und ich dann sage, naja, in erster Linie geht es hier mal um Geschlechtergleichstellung oder um einen Teil von Geschlechtergleichstellung, dann reicht Ihnen das natürlich nicht, weil Sie wollen was haben, was berichtenswert ist. Und da gibt es sozusagen den Druck der Differenz. Frau Wagner, könnte man nicht umgekehrt auch sagen, toll, was Professor Brandes herausgefunden hat, es ist alles schon viel gleichberechtigter und emanzipierter, als wir denken, also eigentlich ist alles wunderbar. Wie kommen Sie darauf? Ich finde den Aspekt super spannend mit dem Wechselspiel, was Sie am Schluss nochmal gesagt haben, ne? Dass es offenbar in dem sich Begegnen von jungen Mädchen, von Männern, jungen Männern, Mädchen und so weiter, dass alleine über den Kontext, über das Geschlecht der Beteiligten etwas kursiert. Also und das hat natürlich, das kursiert natürlich auch, weil es Bezugnahmen gibt auf das, was sonst da ist. Ne? Aber dass das geschieht und dass das sozusagen Geschlecht nochmal hervorhebt und Kinder damit ausprobieren und spielen lässt, das finde ich super, dass Sie das mit Ihrer Studie so genau beleuchten können. Also ich habe jetzt gerade gedacht, oh, diese 100 Filme, die müssten Sie irgendwie für Fortbildung zur Verfügung stellen. Da könnte man ja prima dran lernen, ja? Nämlich genau solche Mikrobeobachtungen mal anzustellen. Wie machen das denn die Kinder? Also für mich ist das ganz klar, sie sind auch nach der Studie, die Kinder operieren mit etwas, was über Gender im Umlauf ist, aber eben nicht auf so eine einfache Art. Sie plappern ja nicht nur nach, sondern sie machen daraus was Eigenes. Ja? Und was ich gerade auch noch dachte, ich glaube, dasselbe passiert auch mit den Erwachsenen. Ich weiß gar nicht, ob Sie das auch jetzt so erwähnt haben. Also ich glaube, durch das Zusammenarbeiten von Männern mit Frauen, von Frauen mit Männern, Erzieherinnen mit Erziehern, wird auch ein Aspekt herausgehoben, dass mir wurde in einem Team gesagt, plötzlich gibt es so eine flirtige Atmosphäre. Das hatten wir vorher gar nicht so. Also es ist nochmal so eine ganz andere Dimension, ja, wie dann Geschlecht
auch in einem Team plötzlich da ist, über so ein bisschen flirtige Untertöne, ja? Oder auch über andere Aspekte. Und das zu wissen, ja, dass das tatsächlich ja, sowas auslöst, wie ein etwas hervorgehobenes Betrachten oder Umgehen mit Genderfragen, das finde ich hilfreich, also für das Analysieren von Alltagssituationen. Ist das auch für die Hamburger Bildungsempfehlungen wichtig, die Sie ja auch mitgeschrieben haben? Sehen Sie da auch eine Möglichkeit, das da noch einzubinden? Ja, da steht ja zum Beispiel drin, dass so in der Zusammenarbeit von Erzieherinnen und Erziehern so ein geschlechterbewusstes Umgehen oder sowas entwickelt werden soll. Ich finde, dass wir da gerade viele offene Fragen haben. Also wir haben nicht wirklich, auch wir nicht, in unserem Arbeitszusammenhang nicht wirklich so ein schlüssiges, gutes Konzept zum Umgang in gemischten Teams, die auf eine gute Weise das fruchtbringend nutzen, was da ist an verschiedenen Erfahrungen und Kompetenzen. Ich weiß nicht, ob Sie da mehr dazu sagen können. Ich denke, auch für das Umsetzen der der Hamburger Bildungsempfehlung fehlt da noch was, ne? Also da ist nur der Anspruch formuliert, wie aber Teams genderbewusst zusammenarbeiten können. Das ist noch zu entwickeln. Ich begrüße noch Frau Professor Stremel in der Runde. Sie waren ja heute noch nicht als Vortragende da. Sie ist Professorin für Psychologie an der HAW in Hamburg und arbeitet mit dem Studiengang Bildung und Erziehung in der Kindheit. Außerdem ist sie im Vorstand Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung in der Kindheit. Frau Professor Stremel, was sagen Sie denn zu den Ergebnissen von Professor Brandes? Ja, nehmen Sie sich das Mikrofon. So, danke. Geht das auch? Ist gut, das ist wunderbar. Nee, Sie können einfach losreden. Also ich finde die Ergebnisse sehr interessant und so aus Sicht der Genderforschung auch fast ein bisschen erwartbar. Also ich hätte so aus dem, was man aus anderen Zusammenhängen, also aus der Genderforschung eigentlich weiß, auch erwartet, dass so der Zugang zu Kindern sich nicht zu sehr unterscheidet zwischen Männern und Frauen, weil es ja eben eher so etwas ist wie eine, ja, also es gibt so Forschung über Geschlechtsrollen, Stereotype zum Beispiel, und dass die quasi ausschlaggebend dafür sind, wie Kommunikation gestaltet sind. Was ich andererseits interessant finde, das sind die Ergebnisse, wie die geschlechtsspezifischen Effekte bei den Kindern aussehen. Und da gibt es ja eben auch Ergebnisse aus der Genderforschung, was das mit den Kindern macht, wenn zum Beispiel eine eher beobachtende, abwartende Haltung bei den pädagogischen Fachkräften da ist. Oder wenn eben sehr schnell Beziehung thematisiert wird. Also da müsste man im Prinzip noch ein Stückchen weiter schauen, was macht das mit den Kindern im Hinblick auf eigenes Zutrauen. Also es gibt so Forschungen, dass zum Beispiel bei Jungen länger abgewartet werden, wenn die eine Matheaufgabe an der Tafel lösen sollen. Oder es gibt aus der Väterforschung Ergebnisse, dass Väter zum Beispiel ihren Töchtern, wenn sie einen Turm bauen sollen, weniger lange zuschauen, sondern sie eher unterstützen wollen. Und das macht natürlich mit den Mädchen, dass sie sich weniger zutrauen, das selbst zu können, solche Sachen. Und ich finde, die Ergebnisse zeigen ja im Prinzip, dass man eine größere Vielfalt an Erfahrungen für die Kinder ermöglichen kann, also eben allein der Umgang mit Material. Und das ist, glaube ich, für die Kinder ganz wichtig, dass sie sich eben mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten, Erwachsenenpersönlichkeiten auch auseinandersetzen können und da unterschiedliche Impulse bekommen können. Und das belegt die Studie ja durchaus. Wenn man jetzt mal ganz provokativ sagt, wenn Männer und Frauen sich gleich verhalten, warum brauchen wir denn unbedingt männliche Erzieher? Sie verhalten sich ja im Zugang zu den Kindern gleich. Und da würde ich das eher auch so interpretieren, wie der Kollege Brandes das gesagt hat, die gute Botschaft ist, sie können es auch. Und was aber dazu kommt, das ist eben ja die größere Vielfalt an Zugängen zur Welt, die größere Vielfalt an Kommunikationsinhalten, also auch dieser eher sachliche Kommunikationsstil. Das ermöglicht den Kindern ja mehr Lerngelegenheiten. Und was wir ja den Kindern vermitteln wollen, also das wäre auch nochmal eine interessante Frage, was wir denn eigentlich für Rollenvorbilder wollen, die brauchen ja im Prinzip eine große Flexibilität im Umgang mit verschiedenen Herausforderungen. Und da ist es ganz gut, wenn sie eben unterschiedliche Verhaltensmuster auch bei den Erwachsenen entdecken können.
Sie sind ja auch Vorreiterin für eine Akademisierung des Berufszweiges. Mhm. Was bedeuten denn diese Ergebnisse für die Ausbildung? Also brauche ich ganz unterschiedliche Ansätze? Muss das auch in die Ausbildung integriert werden, dieser Ansatz? Was wäre da Ihr Vorstoß? Also in der Ausbildung sollten auf jeden Fall die Ergebnisse aufgenommen werden. Und ich bin auch noch sehr gespannt darauf, was eben noch an weiteren Ergebnissen im Hinblick auf die Wechselwirkungen zwischen Geschlecht der Erzieherinnen und Erzieher und der Kinder dabei herauskommt. Und ich denke, die Interpretation und das Weiterdenken im Sinne von forschendem Lernen wird sicherlich wichtig sein, weil wir, das ist ja wirklich eine Vorreiterstudie, da wird viel drüber diskutiert, jetzt haben wir mal empirische Ergebnisse und können eben weiter überlegen, was bedeutet das denn eigentlich für die Entwicklungsimpulse für Mädchen und Jungen. Und ich denke, da kann man vielleicht auch noch herausarbeiten, ich habe mir vorhin auch gedacht, diese Verstärkung der Gender-Effekte, die ja bei den Erziehern deutlicher gewesen ist, bedeutet ja auch, wir brauchen eigentlich so eine, in der Ausbildung eine Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Muster bei Mädchen und bei Männern und Frauen, also eigentlich bei beiden. Und da ist es eben sehr wertvoll, wenn wir da eben nicht nur auf Einstellungsebene diskutieren oder wie es halt in den Medien eher grob diskutiert wird, sondern wenn wir da auch empirische Ergebnisse haben und die auch entwicklungspsychologisch weiterdenken können. Professor Brandes, wir haben gehört, Sie forschen da noch viel, es kommt noch viel hinterher, aber jetzt für den konkreten Alltag, für die Kolleginnen und Kollegen, die hier auch sitzen, was für Ergebnisse liefert Ihre Studie für das konkrete Morgen in der Kita? Naja, vielleicht, also der aus meiner Sicht von Kitas ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, das Material. Meine Erfahrung ist ganz häufig, wenn ich in Kitas bin, ich bin am größeren Projekt in Offenbach, dass die Jungen ganz häufig anfangen, motorisch aus dem Ruder zu laufen, weil sie nichts finden, was sie wirklich fasziniert. Also die Dinge, die ganz spannend sind. Und die meisten Erzieherinnen, merke ich, haben gar keine Schwierigkeiten, in 0, nichts die Mädchen an einen Tisch zu bekommen. Da wird mit irgendwas mit Farben oder sonst irgendwas gemacht. Aber die Jungen haben offensichtlich ein anderes Bedürfnis. So, und ganz häufig ist so eine Situation, dann stoße ich auf diese tobenden Jungs und wenn sie gar nichts mehr haben, hauen sie sich einfach wechselseitig mal. Und dann wird es wieder spannend. Also es hat ganz viel mit Material zu tun. Wenn ich in diesen Kitas diskutiere über dieses Thema, auch über unsere bisherigen Ergebnisse, ist ein ganz spannender Punkt immer, ja, wo kriegen wir eigentlich die Anregungen her, was man noch machen kann? Also ich war jetzt in einer Kita und ich gehe dann da auch immer rein in diese Prozesse und bin selber ganz engagiert, wo ich dann irgendwie sagte, ja, warum organisieren wir nicht, das ist jetzt Offenbach, aber im Osten so einen alten Trabi. So ein Trabi, der ist groß genug, den kann ich in die Kita reinstellen. Da habe ich so ein Auto. Ja, das wäre doch unheimlich spannend, dann kann ich den vorne aufmachen, ich habe das ganze Zeug, das ist doch ein ganz spannendes Ding, wenn das da steht. Aber ich habe bisher noch keine Kita gefunden, wo sowas ist. Wir kommen dann auf ganz viele Diskussionen. Wir kommen auf die Diskussion, dass häufig die Außengelände von den Ordnungskräften, hätte ich jetzt fast mal gesagt, die kommunal da sind, sowas von befriedet werden, dass sie einfach stinklangweilig sind. Man kann, also überall, wo ein Risiko ist, wird das abgebaut. So, und ja, was sollen die Jungs dann noch machen? Also, und man bekommt natürlich in dem Moment, wo man, das ist meine Erfahrung, wenn Männer in der Diskussion sind, bringen sie das Thema, nicht, dass Frauen das nicht einbringen können, aber sie bringen es anders ein. Sie kommen dann fast immer mit ihren eigenen Erfahrungen und dadurch kriegt es eine andere Dynamik. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Anwesenheit von Männern es nicht grundsätzlich ändern wird, aber es kommt eine andere Dynamik herein in diese Einrichtung, wobei das mit dem Flirten ist mir überhaupt nicht passiert, sondern es ist eher so passiert, dass, nein, so natürlich nicht. Also wir lernen, sächsische Kindergärten sind extrem groß. Ja, sondern, nein, es kommt vielmehr das Thema, dass interessanterweise dann gesagt wird, ja, Männer bringen anderen Diskussionsstil rein.
wobei ich da auch nicht immer ganz sicher bin. Manchmal ist das auch eine Fantasie. Es durchbricht was, genauso wie eine Frau in einem Männerkontext auch was durchbricht. Und dieses Durchbrechen von Mustern, das scheint mir das Produktive zu sein, ohne dass wir ganz genau bislang nachhalten können, zu welchem Effekt führt das. Aber das, sozusagen die Breite der Muster wird größer. Herr Kremers, jetzt könnte man den Eindruck bekommen, anhand dieser Fachtagung, das ist sozusagen täglich Thema in den Kitas. Wie gehe ich so genderbewusst mit den Kindern um? Jetzt gibt es ja jede Menge Themen, die in der Kita umgesetzt werden mussten, von Sprachförderung, Elterngesprächen, individuelle Förderung. In wie vielen Kitas ist da eigentlich noch Platz für so eine Auseinandersetzung und wie kann das in den ganz normalen Tagesablauf integriert werden? Also bevor ich das jetzt beantworte, würde ich gerne nochmal auf die Materialien zurückkommen. Halten Sie das Mikro ein bisschen näher ran? Näher, ich, ja. Ich teile das mit den Materialien, aber ich würde gerne nochmal auch die Mädchenperspektive damit einbringen oder auch das, was ja durchaus aus der Genderforschung eben auch bekannt ist, Externalisierung versus Internalisierung, also sozusagen die Jungen bringen halt eher zum Ausdruck, dass sie mit etwas nicht zufrieden sind, während die Mädchen sich dann doch an den Tisch setzen und malen. Also die Tatsache sozusagen, dass es offensichtlicher ist oder sein könnte, dass die Jungen unzufrieden sind, wenn eine Kita zu wenig Materialien hat, heißt nicht, dass die Mädchen grundsätzlich zufrieden sind. Und in der Dokumentation, von der wir heute Morgen viel geredet haben, von Tim Rohrmann und der Kita Fischteichweg, ist das auch genauso beschrieben, also dass sie sozusagen durch dieses Projekt die Erzieherinnen sozusagen ermuntert worden sind, ihre Neugier, also ihre eigene Neugier zu befriedigen und die Kinder zu fragen. Und dabei ist sowas genau rausgekommen, also dass sozusagen die Mädchen auch nicht zufrieden sind. Und mir ist jetzt schon wieder klar, sozusagen, hier reproduziere ich schon wieder Geschlechtertheorie und damit gleichzeitig auch Geschlechterbilder über Jungen und Mädchen sozusagen. Das möchte ich auch gleich wieder sozusagen genauso in Frage stellen. Jetzt nochmal zu der anderen Frage oder zu Ihrer Frage. Wie können Kitas das alles umsetzen? Also zum einen würde ich sagen, es gibt eine Studie aus Dresden oder aus Sachsen, die sozusagen versucht haben zu gucken, inwiefern Kitas und auch Kita-Träger überhaupt in der Lage sind, mit dem Personalschlüssel, der da ist, die Bildungspläne umzusetzen. Und sie sind relativ deutlich darin zu unterstreichen, dass sie das nicht können. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, Kitas und Kita-Träger haben im Moment so viele Anforderungen umzusetzen, dass sie mit dem Personalschlüssel, den es aktuell gibt, da nicht so gut in der Lage sind, das alles zu tun. Es ist eine Frage von Prioritäten. Das ist so ein bisschen auch wie mit unserem Bild mit dem Mann im Rock. Also wie ernst nehme ich tatsächlich Geschlechterstereotype und wie ernst nehme ich das, daran arbeiten zu wollen, dass sich das verändert. Du hast ja auch gesagt hier, ich stelle meine Ergebnisse dar, es geht mir jetzt nicht um eine Diskussion in der Pädagogik. Das, denke ich, sollte Wissenschaft auch tun, aber sozusagen in der Pädagogik müssen wir uns ja dann schon fragen, wie können wir eigentlich mit den Ergebnissen umgehen und wie können wir das verändern. Und auch Petra Wagner hat das relativ deutlich gemacht in ihrem Vortrag, das Beispiel mit dem Jungen, der sich nicht wiedergefunden hat in der Zeitschrift, fand ich da sehr instruktiv. Und von daher denke ich, es ist eine Frage von Prioritäten, dass das umzusetzen ist. Es steht im Bildungsplan, es ist einer von vier wichtigen Identitätskategorien, vier oder fünf, vier. Und daher denke ich, die Frage stellt sich nicht. Also Sie müssen es umsetzen. Frau Professor Strim, auch dazu? Ja. Also ich denke, es hat ja immer den Anschein, wenn da eben neue Bildungsempfehlungen kommen oder eben neue Empfehlungen, dann ist das immer so etwas, was noch oben drauf kommt. Und das ist natürlich immer, wenn man neue Elemente einbringt in die Kita-Landschaft, dann ist es auch erstmal ein Stück Auseinandersetzung und erfordert natürlich auch mehr Energie. Und auf der anderen Seite denke ich mir aus den Ergebnissen, also mir sind so Sachen gekommen, aus diesen Szenen, wie halt diese Männerfreundschaft da entsteht zwischen den Ritterburgbauern, dass man
ja, einfach auch ein Stückchen erproben kann oder weiterdenken kann. Wie kann man denn eigentlich das auch nutzen, um quasi Jungen eher anzusprechen? Also ich habe auch über Sprachförderung geforscht und da hat man oft beobachtet, also da haben wir auch Hospitationen gemacht, dass eben genau dieser Beziehungsaufbau für weibliche Erzieherinnen mit einer jungen Gruppe sehr, sehr schwierig war. Und es geht ja, das wissen wir mittlerweile, in erster Linie bei der Sprachförderung nicht darum, irgendwelche Programme abzuspulen, sondern es geht um Sprachförderung im Alltag, also auch Sprach- und Sprechanlässe zu schaffen. Und das können vielleicht Männer, wenn die Beziehung schneller und leichter aufgebaut wird, dann auch mit Jungen eher hinkriegen, könnte ich mir vorstellen. Also da müsste man einfach mal überlegen, es gibt ja eine Diskussion über Bindung und Beziehung und Bildung, also dass einfach Bildungsimpulse oder Anregungen für die Kinder immer dann viel leichter sind, wenn eine gute Bindung zu den Erzieherinnen und Erziehern auch besteht. Und ich denke, das ist eben eine Studie, da kann man viele Ideen entwickeln, die aber nicht unbedingt jetzt einen großen Aufwand haben an mehr Zeit, sondern damit kann man dann auch erstmal experimentieren, aber muss natürlich auch weiter forschen. Frau Wagner, braucht es für das Thema denn auch noch mehr politische Unterstützung? Also wenn wir jetzt mal zu den Hamburger Bildungsempfehlungen kommen, wie verbindlich sind die und wie verbindlich müssen sie sein, damit sie in den Kitas auch umgesetzt werden? Ja, die sind verbindlich. Danach soll in allen Hamburger Einrichtungen gearbeitet werden. Ich meine, was ja zwingend erforderlich ist, ist dann länderweise ein Implementierungskonzept. Und das ist wohl so in der Mache, auch in Hamburg. Wir haben das ja in Berlin mit so einem trägerübergreifenden Konsens, dass intern und extern evaluiert wird auf der Grundlage des Bildungsprogrammes. Das ist ja schon mal tatsächlich ein großer Schritt und auch ein Prozess, der Ressourcen erfordert. Ja? Und in Berlin hat das hohe Wellen geschlagen. Erzieherinnen und auch Eltern haben protestiert, weil sie fanden, mit der Mittelausstattung, die wir da hatten, lässt sich das überhaupt nicht realisieren. Das heißt, es dann tatsächlich umzusetzen und zu implementieren, ist wahrscheinlich auch mit solchen Kämpfen verbunden um Ressourcen, weil, also auch wenn wir jetzt immer sagen, es kommt so auf den Blick an und auf die Haltung oder so, dann müssen wir schon auspacken, was damit gemeint ist. Sonst verkommt auch das wieder zu so einem Sparpaketchen. Ne? Also dass Erzieherinnen ein bisschen was lernen und dann irgendwie nochmal anders gucken lernen. Also wir befördern das vielleicht auch noch mit diesem Brillending. Muss ich mir echt mal überlegen. Der Punkt ist ja, dass alles, also wenn wir zum Beispiel sagen, in diesem Wechselspiel, in einem Team von Männern und Frauen, da kommt vielleicht überhaupt das Thema Gender häufiger hoch und sorgt für Irritation. Dann muss die Irritation fruchtbar gemacht werden. Wie läuft das? Es muss Zeit sein für Gespräch. Es muss vielleicht auch ein bisschen moderiert werden. Ja, man braucht eine Idee, wie man darüber sprechen kann. Wie wird die Irritation fruchtbar? Also das einfach so nebenbei, es funktioniert überhaupt nicht. Ne? Das ist auch für uns, da wir einen Ansatz vertreten, der einfach daran gebunden ist, dass die Fachkräfte die Möglichkeit haben, in der Arbeitszeit über ihre Arbeit nachzudenken, gemeinsam mit anderen. Dreh- und Angelpunkt. Ja? Und auch schlimm, ja, dass wir auf der einen Seite, ich bin auch davon überzeugt, wir brauchen so eine Praxis, ich bin davon überzeugt, ich sage, wir sollten so arbeiten und gleichzeitig sehe ich, dass es ohne Zeiten für Reflexion nicht funktionieren kann. Und das heißt, das brauchen wir für vorteilsbewusste Arbeit, das brauchen wir für genderbewusste Arbeit, das brauchen wir für eine ordentliche Qualitätsentwicklung nach den Hamburger Bildungsempfehlungen, auf jeden Fall. Mhm. Herr Krebers, das würde heißen, spezielle Praxistage zu dem Thema oder eine Einbindung in andere Bereiche, also wie kann sowas praktisch aussehen? Das ging ja jetzt in die andere Richtung, das ging ja jetzt eher in die Richtung von Kämpfen und von größerer Anerkennung des gesamten Bereichs. Wie kann man was erreichen? Die Frage, also
das Thema das Gender zu implementieren. Genau. Ja, ich, also ja klar, also ich denke, ähnlich wie Petra Wagner das sozusagen für ihr Konzept vorgestellt hat, was ja relativ, also würde ich jetzt sagen, erstmal relativ wenig Zeit in Anspruch genommen hat, wenn ich das jetzt überblickt habe. Also das Projekt, das wir heute Morgen vorgestellt hat, das ging 2 Jahre. Das ist halt schon nochmal eine andere Zeit dabei. Aber ich denke, jeder Praxistag, jede Veranstaltung zum Thema wie der heutige Tag, jede Dienstbesprechung, in dem das Thema Gender thematisiert wird, sind da sinnvoll und hilfreich. Und ich möchte das auch nochmal bestätigen oder beziehungsweise nochmal unterstreichen, dass sozusagen natürlich durch mehr Männer in Kitas dieses Thema auch mehr Thema im Team wird und dass sich dann in der Regel, glaube ich, auch ergeben wird, dass es ein Bedürfnis der Erzieher und Erzieherinnen gibt oder des Teams gibt, sich darüber auszutauschen, dass sich das eben auch verstärkt. Frau Professor Stremmel, Sie haben gesagt, Sie stehen dafür, für die Akademisierung auch des Bereichs und sagen, Deutschland hinkt da enorm hinterher. Ist denn im Moment in den Studiengängen dieses Thema schon ein Thema auch für die Studenten und für die angehenden Fachkräfte? Also wir haben in den Studiengängen, aber das ist so, wie das eben leider häufig ist, haben wir immer den Gender-Gedanken mit drin. Aber wie das umgesetzt wird, das hat eben immer damit zu tun, wie einzelne Dozentinnen und Dozenten dieses Thema betonen, priorisieren oder ähnliches. Also darum eigentlich ja, aber in der Praxis ist es eben sehr heterogen. Und ich denke, wir haben ja auch einen Anteil von Erfahrung in der Praxis und da versuchen wir, also zum Beispiel auch über Implementation, über Change Management, über Veränderungen von Einrichtungen zu sprechen. Und ich meine, da kann man einfach nur betonen, was Sie eben auch gesagt haben, dass man einfach mehr Ressourcen braucht, mehr Zeit zur Auseinandersetzung. Was man vielleicht von der Politik fordern kann, dass eben nicht solche eigentlich unrealistischen Vorgaben gemacht werden, dass halt in einem Jahr sollen die Konzepte umgeschrieben werden und im nächsten Jahr soll das umgesetzt werden. Das hat mit einer seriösen Veränderung ja auch von ganzen Kulturen und von Lernprozessen von Organisationen nichts mehr zu tun. Das kann man in der Zeit weder professionell noch seriös irgendwie hinkriegen. Das wurde auch schon von F.T. Narkes, als er so dieses erste große Buch über Veränderungen in der Kindertagesbetreuung geschrieben hat, so gesagt, eigentlich bedarf es da 10 Jahre für die Veränderung. Und was wir aber vor allen Dingen brauchen, das ist eben Lernen von Organisationen zu befördern. Also solche Inhalte bekommen unsere Studierenden durchaus mit. Und das Gender-Thema ist, wie gesagt, je nachdem, nach Dozentin oder Dozent wird es stärker oder weniger stark eingebracht, aber einfach so dieser Blick, wie kann man denn eigentlich Neuerungen oder wie kann man fachliche Auseinandersetzungen in einer Einrichtung befördern, das ist sicherlich ein Thema und da gehört dann auch das Gender-Thema dazu. Frauen führen Frauen ist zum Beispiel auch immer ein Thema bei mir. Ja, gerne. Mir ist da auch wichtig, also wenn wir jetzt über eine Veränderung von Ausbildung sprechen, dass genau dieses auch für die ausbildenden Institutionen gilt. Also ich bin manchmal wirklich baff, wie wenig Inklusionsbewusstsein an den Unis ist. Also es ist nicht, da stimmt einfach auch nicht so ein Bild, die Wissenschaft hat schon längst festgestellt und jetzt kapiert es nur, die Praxis ist. Das stimmt überhaupt so nicht. Ne? Also wir müssen uns auch hüten vor so einer Gegenüberstellung. Ich glaube, es ist tatsächlich so eine umfassende Herausforderung für egal wen, ja, tatsächlich sich in einem bestimmten Machtgefüge zu reflektieren und das laufend zu tun, auch zu reflektieren, was ist für mich als Professorin, was mache ich, ja, was für ein Wechselspiel trete ich los, ja, indem ich als Professorin wem was sage. Das trifft einfach für alle zu. Und ich fände es gut, wenn das auch als so eine gemeinsame Anstrengung deutlicher wird und nicht nur auf den Praktikerinnen lastet. Professor Brandes, ein Akteur ist ja in dem Ganzen heute noch nicht vorgekommen, die Eltern. Spielen die irgendeine relevante Rolle? Ich meine, nur mal so am Rande.
Die haben wir nicht in unserer Untersuchung mit drin. Ich kann also nur aus der Lameng antworten. Die spielen eine ganz große Rolle. Gerade auf dieser Gender-Ebene. Also wir haben es natürlich immer an, genau an der Stelle, also wir haben es an beiden Stellen, wir haben es da, wo sozusagen die Kinder sich extrem geschlechtsstereotyp verhalten, da haben wir es. Aber da haben wir es meistens an den Jungen festgemacht. Das ist das Argument, was du brachtest. Wenn die Mädchen sich extrem geschlechtsstereotyp verhalten, sind sie brav. Wenn die Jungs es machen, sind sie nicht brav. Und an der Stelle kriegen wir dann Konflikte. Und das habe ich auch erlebt. Das kann dann eben schon richtig so Formen annehmen, wie dass dann ein paar Eltern sagen, also dann Väter sagen, meinem Sohn sage ich, wenn du angegriffen wirst, haust du zurück. So, und da muss man überlegen, wie kann man die eigentlich mit einbeziehen. Also wenn man eine Kita zivilisieren will, in manchen Bereichen ist das notwendig oder ist ein Problem, dann brauche ich die Eltern im Boot. Und das ist ganz schwierig. Wie, dann komme ich auf die andere Genderschiene, wie spreche ich die Väter an? Und das ist manchmal ganz schön schwierig. Ich habe in Offenbach, das war aber im letzten Jahr, da waren die Offenbacher Kikas ganz an, oben in der Tabelle. Da habe ich gesagt, holt doch mal einen Fußballspieler aus euren Offenbacher Kikas. Der soll was über Fairness, über gelbe Karten und rote Karten erzählen. Um da überhaupt einen Zugang zu kriegen. Ich finde es manchmal relativ schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine spannende Diskussion, wenn Männer in Kitas sind, haben die mehr Zugänge zu Vätern oder haben sie die nicht? Ich kann dazu ganz wenig sagen, ich weiß es nicht wirklich. In Offenbach habe ich es mit ganz vielen Männern zu tun, die nicht deutscher Herkunft sind, also unterschiedlich aus unterschiedlichen Migrationskontexten. Manchmal ist es für die einfacher, manchmal ist es für die noch schwieriger. Die wissen aber, warum es für die schwieriger ist, weil sie sagen, ich kann mich mit meiner Mutter überhaupt nicht an bestimmten Punkten hinsetzen oder mit dem Vater. Der Vater würde mit mir nicht reden, weil ich arbeite doch in der Kita. Was bin ich denn für ein Mann für den? Also das kommt dann wiederum auf den kulturellen Kontext an. Also ich glaube, das ist insgesamt ein schwieriges Feld, weil unterschiedliche Sachen, das war ja bei Ihnen mit drin, also die ethnische oder kulturelle Geschichte und das Geschlecht kann ich ja überhaupt nicht trennen. Es gibt ja nicht einen Mann-Typ und einen Frau-Typ, sondern es gibt so viele, wie wir sozusagen soziale Milieus haben und auch kulturelle, ethnische Milieus. So, und das zusammenzubringen, das finde ich relativ schwierig. Und nochmal zur Ausbildung, einen Satz noch, dann soll es ja auch rein. Ich habe den Eindruck gehabt, dass dieses kritische Reflexionsniveau für solche Fragen zeitweilig ziemlich runtergegangen ist. Das hat einfach kaum noch jemand interessiert, vor allen Dingen auch die Studenten. Geschlechterfragen fanden die richtig langweilig. Das war irgendwie durch. Da war man Altfeminist oder sowas, wenn man das überhaupt thematisierte. Und da wieder ein Bewusstsein hinzubekommen, und auch in diesen anderen Schnittstellen mit den Kulturen, und dann da sind die Eltern im Spiel für meine Begriffe, und die sozialen Milieus. Aber da gibt es keine Rezepte, sondern man muss einen wachen Blick entwickeln und man muss versuchen sozusagen aus diesem, in diesem Kontext sich bewegen, Ideen zu entwickeln, wie kann ich die Leute ansprechen. Das ist aber manchmal ganz schwierig. Aber zuerst mal brauche ich diesen wachen Blick. Und ich merke das manchmal, wir haben ja auch solche Studierenden, es ist nicht immer ganz einfach, die dafür zu begeistern. Kremers, vielleicht können Sie das sagen. Können Männer in Kitas besser mit den Vätern und die auch zur Elternarbeit aktivieren? Nein. Naja, also ich meine, wir haben in unserer Erhebung haben wir durchaus Interviews geführt, in denen das so formuliert worden ist, dass Männer, die als Erzieher in der Kita gearbeitet haben, durchaus bei den Vätern größeren Anklang gefunden haben. Das war vor allem immer dann, wenn es sozusagen Erzieher mit türkischem, also jetzt für Berlin beispielsweise, wenn es Erzieher mit türkischem Hintergrund waren. Die haben dann sozusagen einen ganz anderen Kontakt sozusagen mit den Vätern von türkischen Kindern gehabt. Wir haben aber auch gleichzeitig anderslautende Ergebnisse. Darüber gibt es keine sozusagen
signifikante Empirie. Ich glaube sozusagen, das ist ja auch eine Frage, ob dieser männliche Erzieher das für sich sozusagen als ein wichtiges Thema überhaupt sieht. Also das kommt dann ja auch sehr auf diesen männlichen Erzieher an. Es muss ihm ja überhaupt erstmal ein Anliegen sein, Väter anzusprechen. Es muss der Kita ein Anliegen sein, Väter anzusprechen. Es ist dann ja auch schon eine Frage von Einladung, ob da steht, liebe Muttis, oder ob da steht, wo dann auch Väter und Mütter angesprochen werden. Das ist eben auch wieder eine Frage von Reflexion intim, sowie eben dann von dem jeweiligen männlichen Erzieher. Grundsätzlich glaube ich, dass es auf jeden Fall Männer gibt, die das Bedürfnis haben, sich mit männlichen Erziehern zu unterhalten, lieber mit männlichen Erziehern zu halten, aber ich glaube, das gibt es auch umgekehrt. Also. Ja, dann ganz herzlichen Dank an unsere Runde hier und ganz herzlichen Dank an Sie.